Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir wollen ja unbedingt jetzt an diese schönen Circuits ran, beziehungsweise heißen nicht mal Circuits, die heißen Workstations. Ich habe jetzt schon mal die SMD-Resistoren, ich habe die Transistoren, ich habe die Plastik-Circuit-Boards. Das ist schon mal das Wichtigste. Ich muss nur darauf achten, dass ich auch das da habe. Dann brauche ich Fine Red Alloy Wire. Dann brauche ich auch mindestens ein Stack Fine Redstone Alloy Wire. Sehr zufrieden, dass ich da mal wieder was da habe. Habe ich nicht. Glaube, das können wir ziemlich gut herstellen. Red Alloy Ingot. Nein. Schau nochmal, nicht, dass es Redstone Alloy Ingot ist. Red Alloy Wire. Ja. Nochmal schnell. Ja, das ist das Project Red Zeug. Das ist jetzt nicht sehr schwer herzustellen. Das heißt, ich brauche jetzt ein bisschen Kupfer. Und ich brauche ein bisschen Redstone. Redstone holen. Reicht. Eigentlich auch. Alter. Habe ich. Schneller. Schon hier reinschmeißen. Genau. Füll dann immer schön brav auf. Muss halt immer ein bisschen warten. Wir warten bis 32, dass ich da schon mal dann mein erstes Kabel herstellen kann. Schön. Dann geht's damit. Aber in die Wiremill. Ich die schon mal laufen lassen. So, genau. Ich kann ja jetzt, ich könnte mir jetzt sozusagen diese Kapazitor herstellen, indem dass ich Polyethylen-Sheet mit Poly und einer Aluminiumfolie zusammen mache. Das, dann hätte ich diesen Kapazitor auch. So, aber diesen Kapazitor ja, den gibt es auch sozusagen in dieser Variante. Und da gibt es jetzt Tantalumfolie. Tantalum habe ich keine Ahnung. Aber es gibt hier auch hinten diese zwei Rezepte. Da brauche ich nur noch die Hälfte an Molten Polyethylen. Und ein Zinn-Silikon-Rubber-Sheet und ein Aluminiumfolie. Ja, also keine zwei Aluminiumfolie. Und für dieses Zeug hier müsste ich Rubber herstellen. Und das hätte ich mal gesagt, versuchen wir heute mal. Kann nur schief gehen, ich weiß, aber möchte nicht Packet-Engine. Ich glaube, da muss ich die flüssige Variante herstellen, dass ich sehe, genau. Und dann brauche ich Polydimethylsiloxan. Gott, Sprachfehler. Und dafür muss ich herstellen, entweder mit Wasser. Genau, Wasser oder die. Genau. Halt. Schauen wir uns hier an. Genau, hier
Chemical Reactor, also wie gesagt, Wasserzelle und diese komisches Zeugs da. Dieses komische Zeug stelle ich in einem Silikondust und zwei Chlorometanzellen her. Weiß, wird immer besser. Und Chlorometan stelle ich hier hin, dass ich mich Chlorin und Methangas verwende. Das eine ist ein Gas, das andere ist ja für mich Säure. Also das heißt einmal links, einmal rechts. So, Methangas erstelle ich her, indem dass ich zum Beispiel in der Zentrifuge Carbon und Hydrogengas zu Methangas mache. Warum spricht mich jetzt dieses Rezept hier so besonders an? Erstens, Carbon kriegt man ganz schnell, soweit ich das noch im Kopf habe. Und ich habe doch das letzte Mal gefragt, ob es noch irgendwas gibt, um Hydrogen zu verarbeiten, außer zu verbrennen. Ja, stellen wir Methangas her, hätte ich gesagt. Okay, das heißt, also ich brauche dann Carbondust und ich brauche Hydrogengas. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mal eine Pumpe. Den Chemical Reactor habe ich schon einstecken. So, jetzt muss ich nochmal Methan. Mir anschauen. Ja. Auch ein Circuit ein. Was habe ich das? Dann brauche ich auf jeden Fall noch eine Batterie. Gleich nach. Ich kann die gleich mal laden. Dann hätte ich mal gesagt, dann brauchen wir noch einen Tank. Dann laufen wir erstmal nach hinten und schauen mal, ob wir das so weit hinkriegen, dass wir das schon sauber zum Laufen kriegen. Wie gesagt, ich baue das momentan ein bisschen provisorisch auf. Da wird dann irgendwann noch eine Logik entstehen und dann wird es sauber aufgebaut. Und vor allem dann wird auch überlegt, macht es Sinn, MV, LV, HV, whatever. Aber das will ich momentan noch nicht entscheiden. So, F7 bitte. 90 die FPS. So, das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Chemical Reactor. Dann habe ich bitte hier meine Pumpe. Dann muss ich die Rotation wieder anmachen, dann nach oben, dann bitte Import, wieder nach oben, Rotation beenden. Dann kommt hier der Tank drauf. Ich bin natürlich der Held, weil ich habe wieder Carbon. Und sonstigen Scheiß. Wo haben wir? Muss ich mal schnell nachschauen. Nicht, dass ich da euch einen Bären aufgebunden habe. Mit Carbon kann man schnell herstellen. Chlorid? Ja, okay. Ja, Charcoal. Charcoal im Electrolyzer. Und das dauert 0,6 Sekunden. Also, und Charcoal ist eine Sache, die man unendlich herstellen kann. Also das Ding ist durch. Hinterwärts. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, ob wir irgendwo da drüben schon Hydrogen wieder haben. Habe ich diese Sender bei zum Austauschen.
Bei Fläche wandert hier auch hoch. So, dann haben wir jetzt hier Hydrogen. Konnten wir meine Zellen loswerden. So, und dann heißt es jetzt für mich, das ist jetzt das Wichtige, das kommt jetzt in den Tank rein. Läuft nach unten. Ich hätte natürlich gleich mal meinen Tank mitnehmen können. Das heißt, ich hau jetzt dann hier mein Carbon rein. Das sagt dann auch gleich, weil ich glaube, da kommt nur eine Flüssigkeit raus. Genau, da kommt momentan Methangas raus. So, schnell Werkstatt. Vergessen ist. Mal schneller gehen. Und jetzt heißt dann bitte die Flüssigkeit dann auch ausspucken. Und wir haben Methangas. Lustig ist, ich könnte es auch wieder rückgängig machen. Also das ist ein 1 zu 1 Gewinn. Das ist jetzt das, was sie momentan technologiemäßig versuchen zu erfinden. So, dann habe ich jetzt, dann möchten wir aus dem Methangas, möchten wir ja jetzt eigentlich Chlorin machen. Glaube ich zumindest. Aber mir ist alles zuzutrauen. Nee, ich brauche, ach genau, ich habe noch kein Chlorin. Das Chlorin müssen wir jetzt herstellen. Chlorin stellt man her, indem dass man, ja, das wäre ein schönes Rezept. Magnesiumchlorid, ich habe noch kein Magnesium, aber wenn das irgendwann zutrifft. Ich brauche jetzt einen Elektrolyzer und ich brauche Rock Salt. Oder irgendeine Salzart, um Chlorin zu erstellen. Da kommt noch Sodium dazu. Und das sind für mich die einzigsten zwei, die auch erstmal zählen. Also wir brauchen jetzt sozusagen Rock Salt und einen Electrolyzer und einen Tank. Ich laufe mal wieder normal. Oh. Und ich merke schon, dadurch, dass jetzt das Hydrogen öfters verwendet wird, füllt sich auch langsam unser Oxy-Tank. Das ist sehr schön. Momentan war ja sonst immer nur Oxy gefragt, aber nein, das ändert sich jetzt auch. Das heißt, wir brauchen jetzt Steinsalz. Habe ich auf jeden Fall hier rumfliegen. Und wir brauchen einen Elektrolyzer. Schauen wir mal, ob der auch hier rumfliegt. Wäre auch super. Basic Elektrolyzer. Vermute gleich, dass ich aber gleich trotzdem anfangen werden muss, was zu bauen. Und wir gehen wieder hinter. Momentan ist es ein Lauf-LP. Mit ab und zu Teleportation. Wäre halt immer noch cool, wenn man halt dafür irgendwie XP oder so brauchen würde. Ja, du kannst auf der Minimap reisen, wenn du 5 rein da unten voll hast. Oder je weiter, dass du dich teleportierst, umso mehr bräuchtest. Das wäre cool. Weiß gar nicht, vielleicht gibt es das sogar schon in den nächsten Versionen, aber das habe ich wieder vergessen, mein Tank ich hält. So, ich brauche auf jeden Fall Rock Salt. Und eine Batterie.
Echt das? Gleich wissen. Irgendwie kommt mir das so vor. Ja, reicht. Wir haben Chlorin. Ich weiß sogar, dass wir da vorne, glaube ich, sogar noch einen großen Tank haben. Das heißt, ich werde ihn dann irgendwann mal austauschen können. Wieder in die Werk. Eine Vergesslichkeit wird belohnt. Mit Output. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal Chlorin. Und wir haben schon mal Methan. Zwei der Komponenten, die wo wir jetzt brauchen. Okay. An Wasser. Chloroform, ja. Wenn einer nicht arbeiten will. Haben nichts gesagt. Chlorin und Methangas wird zu Chlormethanzelle. Also ist das Verhältnis 6 zu 1. Und wird dann weniger. Das Circuit ist auch noch Chlormethanzelle. Chlorin. 2 Chlorin. Das hört sich doch schon besser an. 11. Das ist das, was ich jetzt dann brauche? Genau. Silikon. Das ist dann nochmal ein Chemical Reactor. Und das ist auch ein Chemical Reactor. Also wir brauchen jetzt schon mal 2 Chemical Reactor, damit wir erstmal weiterkommen. Wenn mir bestimmt gleich die Chipsätze ausgehen, dann werde ich mich wieder freuen. Und natürlich zu meiner großen Ankündigung, wir produzieren mal was vor. Hat nicht geklappt. So viel gebuddelt. Ich am Schluss der Folge diesmal. Nicht am Anfang. Man muss ja ein bisschen Abwechslung reinbringen. So, also Chemical Reactor. Brauchen wir 2 Stück. Das müsste jetzt dann Glas, genau. Glas, Rotoren, Motoren, Kabel. Mächtig viel Gedöns. Das liegt jetzt momentan am Kabel. Mal gesagt, lass ich mal gleich wieder irgendwas laufen. Lustig wird es nur, dass ich das dann auch laufen lassen muss. Bin gerade beim Überlegen, ob ich dann einen HV Chemical Reactor baue. Wobei, den dürfte ich auch schon. Aha, den haben wir schon. Könnte ich das eventuell da drüben machen? Leute. Ja, brauche ich mal ein bisschen Kabel. Ich brauche Motoren. Kabel. Zwei Motoren haben wir. Dann brauche ich jetzt bitte 16 Stahl. Müsste noch 32 hinten haben, wenn ich es nicht ganz vergessen habe. So, dann brauche ich noch 2 Rotoren. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ja, was heißt richtig im Kopf? Ja, ich habe sie gesehen. Ich rede auch schon verwirrtisch. Das da brauche ich. Dann brauche ich bitte 4 Glas.
Das ist nicht mehr da. Das, wenn ihr jetzt Glück habt, ist es draußen. Wenn ich ganz großes Glück habe, finde ich es nicht. Dann schüsseln wir es um. Haben wir auf jeden Fall wieder Glas. Jetzt brauche ich meine Circuits und meine Circuits habe ich natürlich nicht mehr. Oh. Und jetzt kriege ich der Katz. Denn Circuit dann LV. Vacuum-Tube. Integrated Logic Circuit. Circuit Assembler. Genau, und der Mikroprozessor ist sozusagen das Highlight. Aber ich glaube, den kann ich mir noch nicht ganz leisten. Nee, vor allem da brauche ich einen Circuit Assembler EV. Nein, den haben wir noch nicht. Rot und Gelb. Das wäre MV. Den könnte ich mir ja fast leisten. Okay, ich bräuchte diese SMD-Kapazitoren. Aber die wären gar nicht mehr so weit weg. Und ich bräuchte Plastik-Circuit-Boards. Die können wir aber mittlerweile herstellen. Und daran sind wir ja gerade am Arbeiten. Könnte jetzt, bringt mich jetzt natürlich total weiter, ne? Wenn wir jetzt Circuits brauchen. So kann nur der komische Onkel da reden. Ich hatte nicht gesagt, er braucht Circuits und jetzt labert er davon, dass er erstmal die Maschinen braucht, um Circuits herzustellen. Ist der doof? Ja. Ist er. So, diese blauen, diese Boards, Vakuumtubes. Kann ich diese Vakuumtubes? Ja, die kann ich austauschen durch die Dioden. Pinballs, Copperwire. Pinballs und Copperwire. Dann brauche ich Circuitboards. Gar nichts mehr. Dann brauche ich Dioden. Dann haben wir noch welche. Tinballs. So, und dann brauche ich jetzt Resistoren. Ach so, nee, das geht ja auch noch, genau. Also Dioden, Resistoren und ich brauche Integrated Logic Circuits. Blauen brauche ich. Ja, und die Integrated ja, genau, die. Da gar keine mehr? Jetzt. Das ist Ruby Lens und Wafer. Ah. Hat jemand gedacht wie ich. Und ab in die Cutting. Brauchen schnelle Ergebnisse.
Gott sei Dank zwei. Ohne Batterie. Irgendwann werde ich dazu auch mal kommen, diesen Raum noch zu verkabeln. Ich brauche nicht 1000 Batterien reinmachen, das sagt ja keiner, aber ich sollte mal wenigstens ein paar reinmachen. Gott, 45 Sekunden brauchst du. Auch mal drauf, bitte. Das ist ja nicht zum Angucken. Stück. Kann nur arbeiten. Kriegst noch mal 8 Stück. Kannst mehr arbeiten. So, 3. Das heißt, das haben wir auch. Also Chemical Reactor haben wir gesagt, brauchen wir. Dann haben wir gesagt, wir brauchen Motoren und wir brauchen Kabel, war das, ne? Jawohl. Also das heißt, ich brauche jetzt davon 1, 2, 1, 2. Und ich brauche jetzt noch Stahlplatten. Aus, achtes Circuit, mach mal rein. Dank. Jetzt sind mir die Boards ausgegangen. Klasse. So, aber wir haben zwei Chemical Reaktoren. So tue ich die hier rein. Bin ich irre? Habe schon wieder vergessen, dass ich hier eine Kiste habe. Okay, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall noch zwei Batterien. Und ich brauche einen Circuit Nummer 11. Ich bin gespannt, was ich jetzt alles vergessen habe. Nehmen wir sicherheitshalber 4 Tanks mit. Habe ich jetzt die ganze Zeit vergessen? Ich denke jetzt auch mal dran. So. Chemical Reactor mit 11 Fluorin. So, Methanzelle, das müsste sein. Egal wie rum. Das eine habe ich dann als Flüssigkeit, das heißt, ich muss auf jeden Fall mal eine Pumpe noch mitnehmen. Derzeit lasse ich mal Käse da. Wir wandern wieder nach hinten. Dann war der Maschinchen auf. Wie gesagt, wenn ich dann alles ungefähr, was heißt alles weiß, das wäre ja Blasphemie hoch 5. Hey, aber wenn ich ungefähr eine Vorahnung habe, was alles, wo, wann, wie, wieso, weshalb, warum, dann kann ich hier auch mal eine Ordnung reinbringen, weil ich zum Beispiel weiß, dass man Sulfuric Acid in mehreren Varianten herstellen kann, dass man auch Hydrochlorid anders herstellen kann und. So, dann heißt es jetzt für dich, dann kommst du auf. Dann machen wir den Cycling an. Das Cycling gleich wieder aus. Einen Tank.
Dann gibt's was zum Beißen. Und dann war das noch das Circuit Nummer 11. Das war jetzt, soweit ich das noch im Kopf habe, einmal Methan. Und einmal Chlorin oder zweimal Chlorin. Oh, ich habe mal beides jeweils mitgenommen. Ja, das heißt, das will ich jetzt so rein. Da rein. Daumen drücken. Komm, lauf los. Das sieht mal gut an. So, jetzt haben wir Chlor-Methan-Zellen und wieder Hydrochlorid-Acid. Ja, also, das ist dann was, was dann irgendwann. Okay, das heißt, wir haben jetzt Chlor-Methan-Zellen. Und davon brauche ich jetzt zwei. Ja. Legend gerade wieder. Dankeschön. Und Carbon. Restcarbon. Nein, wir brauchen jetzt Silikon. Chemical Reactor, genau, sehr schön. Das heißt, der Chemical Reactor kommt jetzt hier hin. Kommt jetzt auch gleich die Batterie rein. Da kommst du rein und ich brauche vorne aus der Werkstatt. Ich glaube, das war aus der Abteilung. Also wenn ich was habe, ist es das. Chlor-Methan-Zelle und Silikondust. Ob du wirklich richtig bestehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Aber es geht nicht an. Irgendein Käse gebastelt. Silikondust und Chlor-Methan-Zelle. Ich habe da eine Vermutung, warum es nicht geht. Das ist alles richtig. Wo bestimmt die Wattstärke zu gering. Genau. Das heißt, wir basteln es mal schnell vorne. In der Werkstatt. Da dran denkt man meistens nicht. So, und jetzt haben wir Dimethylgesundheit, ne? Und das brauche ich jetzt mit Wasser. Also ich brauche nochmal eine Pumpe. Jetzt habe ich bestimmt keine mehr. So,
Wer sich noch daran erinnern kann, hätte der nette Onkel vorhin, wo er den letzten Zinnrotor raus hat, weil der letzte bleibt ja drin, sich mal seinen Hintern in dieses Zimmer da bewegt und ein bisschen Zinn genommen, wo er da hinten rumgehüpft ist, wären die Rotoren jetzt schon fertig. Aber nö, muss er nicht. Habe ich jetzt in meinem Rucksack Bank drin. Wasser habe ich, glaube ich, draußen. Dass das jetzt alles funktioniert. So, ich bräuchte bitte dich. Hier. Bräuchte ich bitte dich. Hier. Mit Output. So. Das muss ich jetzt was machen? Das ist einfach. Gehst jetzt da wieder rein. Hier vielleicht aus Versehen einen leeren. Nö. Aber da ist mein großer Chlorintank. Haben wir da auch gefunden. Das, was wir gerade wieder raus haben, tun wir in der Zelle wieder rein. Glaub nur, dass da noch ein Circuit dabei war. Recht oder habe ich recht? Circuit Nummer 1. Also ich habe recht. Jetzt habe ich Diluted Hydrochlorid Acid. Aber, und das ist viel wichtiger, ich habe Polydimethylxanthon, bla blub, whatever. So, und jetzt ist halt mein Problem, ich bräuchte jetzt auf jeden Fall eigentlich Rubber. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich mir müsste jetzt eigentlich hier das einfüllen und dann da wieder rausziehen. Dann haben die Axt. Weil ich brauche das flüssig, oder? Oder kann ich das auch im Extruder in Scheiben schneiden? Hau mir die restlichen Dinger, mach Platten draus. Nein, das war leider nicht so. Das war
Ja, soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf gehabt habe, ist das so gewesen, aber ich vermute, dass das der MV nicht kann. Ich brauche 9 Stück davon. Alles klar. Also das heißt, ich muss jetzt mir noch ein bisschen was davon zusammensammeln. Lass mal ein bisschen Kabel laufen, dass wir hier mal ein bisschen was rauskriegen. Und dann werden wir beim nächsten Mal fleißig das Zeug herstellen, damit wir diese anderen SMDs herstellen können. Oder machen wir es noch schnell? Machen wir es noch schnell? Machen wir es schnell? Machen wir schnell. Ich hab mich überredet, wir machen es schnell. Und mein schnell. Einige schon zusammengezuckt sein. Nein! Das dauert jetzt 2 Stunden. Das und ich brauche jetzt flüssig das andere Zeug von hinten. Kann ich hier erst einmal das da wieder da reinmachen, das rausnehmen, das da reinmachen und das da reinmachen. Wir das mal alles haben. Paar Zellen und wir gehen in die ins Chemiewerk und holen uns hoffentlich schnell das letzte Zeug ab. Ja, und jetzt ist das Problem, dass ich da drin zu wenig habe. Ach so, ich habe zu wenig Hydrogen, ne? Problem werden wir ja wohl hoffentlich irgendwie beseitigen können. Auch nicht. Ja, wobei, wir kommen ja hier dran. Dann mal Wasser. Jetzt auch wieder laufen. Natürlich ist jetzt da die Batterie leer. Da ist auch die Batterie leer. Es mag mich einfach nicht. Ich weiß. Habe jetzt dann hoffentlich hier irgendwo hin. Freut sich. Glaub's ja. Glaube, ich bin total verblödet. Mann, ich muss mir das draufschreiben, was ich da reinfüllen muss. Das war doch jetzt Chlorin und. Oder bin ich jetzt offen? Leute, ich verblöde.
Chlorin und Hydrogen? Nee, das war falsch. Chloroform war es auch nicht. So, Methan war es. Dann war es Methan. Methan und Chlorin. Ja, ich hält. Keiner gesehen. War richtig, ich habe nur das falsche Zeug. Nein, ich hab alles richtig gemacht, nur in die falsche Maschine geschmissen. Ich knaller. Mann. Hat auch keiner gesehen. Ihr seid die ersten blinden Zuschauer. Ich sehe nicht meine Inkompetenz. Heilige. Heilige Bimbam. Ja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt noch eine zweite Möglichkeit, das ganze Graffel hier zu verbraten. So, also. Kommt jetzt das Methan rein. Und et voilà, und schon kommt das richtige Zeug raus. Komisch. Was für ein Zufall. Wenn man die richtigen Sachen reinpackt, kommt das richtige Zeug raus. Bin von mir selber begeistert. Sicher immer drei haben wir gesagt. Das müsste eigentlich stimmen. Vor allem, ich habe mich auch total dran gehalten, ne, dass ich gesagt habe, ich muss war jetzt glaube ich so, ne? Mit 1. Das kommt raus. Das kommt auch raus. Das kommt rein. Das kommt draußen. Nein! Das kommt rein. Was ich aus dem Zeug mache, wird dann witzig. Okay, ich kann es in der Distillery wieder zurückverwandeln. Brauche ich dann eine Distillery, um das dann wieder zurück zu verwandeln und hinten hin zu jagen. So, jetzt haben wir 6. Hat jetzt der nette Onkel doch zu wenig mitgebracht. Als nochmal Abinichemie. Chemie. Alter, hat sich auch diesmal alles gemerkt. Wir nehmen jetzt uns das Hydrogen. Haken das hier drin. Das machen wir jetzt nochmal. Und was so Spaß gemacht hat, nochmal. Wir bei 9, jetzt machen wir es nochmal, dann haben wir es 12. Und dann ist es durch hier teilbar. Haben wir das Methan? Methan kommt hier rein. Chlormethan. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich mal einen Chemiker mache hier.
Dann kommst jetzt du als Flüssigkeit wieder da rein. Kommst jetzt du als Silikonbasis da rein. Kriege ich jetzt dich wieder raus. Jetzt brauche ich noch mal eine Wasserzelle. Die habe ich vergessen. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hinten dann auch MV und LV und HV Bereiche. Kann sein, dass ich das komplette Chemiewerk dann umbauen muss. Das glaube ich, ja, sehe ich am Rad. So, das heißt, wir haben jetzt neunmal das Zeug. Tut mir leid, aber ich hau dich mal weg. Die Pipe noch nicht, weil, wie gesagt, da fehlt mir noch irgendwas. Aber wir sind mit einem, wir laufen gerade mit Riesenschritten da hin, wo wir hin wollen. So, wir haben es connected. Kommst du jetzt dahin? Das heißt, ich habe jetzt dich neunmal. Ich brauche jetzt ein Sulfur. Und musste ich aber vorher umstellen. Dass du das jetzt nach hinten machst. Was du machst. So, dann haben wir dich jetzt wieder auf die Seite gedreht. So, und jetzt haben wir hier Molten Silikon Rubber drin. So. Im Assembler. Dass das jetzt nicht falsch war. Molten Silikon Rubber. Genau. Genau, wir wollen ja die SMDs bauen. Glaube ich, hätte ich in Zellen gebraucht. Das waren, glaube ich, die hier, ne? Genau. Ich brauche dich jetzt als Ingot. Gna. Mist. Ich hätte es, wenn ich es da reingemacht hätte, wäre es richtig gewesen. Verdammt! So, dann hofft mal, dass die Pumpe funktioniert. So, und es ist natürlich viel zu wenig da drin. Ah, okay. Aber die kriege ich auch. Die kriege ich anders raus. Au, 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 au. Ja, ist ja gut. Ich glaube ja schon. Bis du willst. Ja, ist ja gut. Ich tue dich mal schnell da rein. Mein Problem ist jetzt, dass ich es da reinkriegen muss. Oder da. Ultra Low Voltage Fluid Tank. Das, da was drin? Bietet sich doch an, oder?
Ich. Nehmen wir mal die Pompe. Dankeschön. Mal die dahin. Ich brauche bitte, 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 bitte. Jetzt bräuchte ich bitte einen Tank. Oder dass ich gerade nicht einen abgebaut habe. Ja, genau. Bau den mal mit der Axt ab. Wird bestimmt gut für den Tank ausgehen. Mal drin. Gib mir die Platte. Füll ab. Auch rein. Wir haben eine Thin Silicone Rubber Sheet. Da war doch was, ne? Und jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4 mal Aluminium. Hier mal das. Dann heißt es jetzt, du kommst da rein und du kommst da rein. Es läuft. Es läuft, es läuft. Ist auch weg, dann haben wir wieder langsam Platz und ich packe dich wieder hin. Und du hast dann. So, und wir haben, et voilà, 40 SMD-Capacitor Teile. Ist das nicht bombig? Und nochmal 4. 8. Kann bis 8 sehen. Nein. Kann er nicht. So, die werde ich jetzt auf jeden Fall bis zum Stack auch hochprügeln. Aber ich habe noch gesagt, wir gehen noch einmal vor zu den Gewächshäusern. Das ist in der Nähe. Da kann man nämlich hinlaufen. Ihr kennt ja sozusagen die alte Brücke. Die alte Brücke hat jetzt schon mal ein Gelände bekommen. Schweine runterfallen können. Sehe ich gerade. Aber das hier ist jetzt alles neu oder teilweise neu. Also diese Brücke hatten wir schon. Da muss ich jetzt mal hier rum reinlaufen. So wieder rauskommen. Ja, wo man reinlaufen kann, kann man auch wieder rauslaufen. Die hat jetzt sozusagen eine Verbindung bekommen zu dem anderen und hat auch gleich einen Gang weiter bekommen. Also das heißt, wir sind jetzt hier dann unter irgendwann unter den Feldern, die automatisiert laufen sollen. Soweit habe ich das jetzt schon mal vorangeprügelt. Dann haben wir hier, natürlich sind da große Bäume gewachsen, wäre ja einfach gewesen, wenn nein. So, dann haben wir hier unseren Bärenbereich. Also das heißt, hier haben wir Raspberries, Mellowberries und Blueberries. Und Blackberries werde ich auf die andere Flussseite noch packen. Dann haben wir alle Bären beieinander. Oder ich lasse mir hier noch was einfallen, was ich mit den anderen Bären mache. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier überall diesen Bereich, wo du halt dann hier entlang laufen kannst und die Bären sammeln. Ja, genau. So. Und das war ja der alte Bereich für die Apfelbäume. Da haben wir ja einfach zwei, vier, also 8 Stück nebeneinander gestellt, nacheinander. So, und das habe ich jetzt ein bisschen gedreht.
Und die haben ihr jetzt sozusagen in diese Richtung und auch in Dreierlinien. Das heißt also 12 Stück. Dann haben wir auch schön brav einen kleinen Weg mit reingebaut, dass man hier auch rumlaufen kann. Nicht mehr so wie drüben. Und jetzt kommen dann halt peu à peu immer mehr Obstbäume hin. Ja, also das heißt, wenn die Fläche weiter in die Richtung wandert, wandern die auch mit. Und dann werden wir halt jetzt zum Beispiel Birnen, Pfirsiche und hier halt dann auch peu à peu anpflanzen. Ja, nehmen wir mal einen Apfel. Die Bäume, die wo mir natürlich nicht gefallen, weil sie zu wenig Ertrag haben oder zu klein sind oder was immer, die werden halt immer wieder mal abgeholzt und neu aufgebaut. Ja, das ist das, was ich euch jetzt noch am Schluss zeigen wollte. Ich laufe jetzt wieder sozusagen zurück. Aber fangen bei euch natürlich an zu sagen, wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare runter. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.